Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part Trainerkarriere. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, bevor ihr das Video angeklickt habt. Das Video geht länger als eine Viertelstunde oder sowas, ja? Ja, ich habe mir dann gedacht, jetzt habe ich Zeit, dann mache ich doch mal zwei Parts. Und ja, in diesem Part geht es also gegen... Ne? Genau, gegen... Genau. Wie heißt es? Nicht Swansea, wer ist denn mein Gegner da? Hier, Vegan Athletic, ne, sie sind es nicht. Na, ihr wisst das wahrscheinlich am besten. Ihr wisst wahrscheinlich besser als ich, dieses Logo da. Ich habe schon wieder vergessen, wie es überhaupt aussieht. So sieht's aus. Naja, das ist mein Gegner. Und da das letzte Spiel ja eigentlich ganz gut geklappt hat, finde ich, dass ich jetzt auch dieses Spiel weiterhin mit meiner unglaublichen Weltklasse-Performance hier weiterspielen werde. 6 Minuten Weltklasse ist aber schon ganz schön lang, ne? Wir machen 5 Minuten. Komm, ich mache jetzt einmal 5 Minuten, je nachdem, wie ich gerade Lust und launig bin. Ich habe gerade auch Bock auf 5 Minuten. Und irgendwie spiele ich jetzt jedes Spiel auswärts. Waren die letzten nicht auch schon auswärts? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich spiele nur auswärts. Genauso wie am Ultimate-Team. Guckt ihr eigentlich auch meine Ultimate-Team-Videos, die das hier gucken? Und andersrum gucken die mein Ultimate-Team gucken, eigentlich auch das hier? Ah, so ist ein bisschen, man weiß es immer nicht. Ja, Giroud, Ich bring mal Faria von Anfang an und bring Giroud oder so später rein. Machen wir mal so rum. Verrückte Ideen. Irgendwie jedes Mal, ich habe so viele... Bald ist ja Transfermarkt eröffnet. Dann geht das große Wechseln los. Wilshere. Komm, ich mach mal Wilshere. Der ist hier, der ist unglaublich, ne? ZOM. Ich mach Wilshere mal für Cazorla rein. Cazorla, was war denn der nochmal? 28 Jahre alt ist der. Könnte auch rechtes Mittelfeld, aber überhaupt alles spielen. Cervinho, ach, das lassen wir alles so. Den Rest lassen wir so. Ich tue mich ja hier immer schwer dran, diese Aufstellung. Weil ich in meinem Hinterkopf eure 1000 Trilliarden Kommentare habe. Ey, du musst den bringen, du musst den bringen, du musst den bringen, du musst den bringen. Dann bring doch auch mal den, aber bring doch auch doch mal den. Du machst immer den. Und dann mach doch auch mal den rein. Naja, das geht halt nicht alles. Oh Gott. Xbox geht gleich hier nebenher aus. Irgendwas ist da los, da läuft noch was. Ja, Arshavin, warum ist der eigentlich gar nicht mehr dabei? Weil linker Flügel und so, ne? Den hatte ich in meinem 4-4-2-2-2-System. Arshavin für Giroud? Ja, ich mach's einfach mal. Was kann der denn noch so? ZOM und linker Flügel. Aber ich würde ihn einfach als linken Mittelfeldspieler noch vielleicht bringen. Na gut, ja. Also ich könnte mich hier dran ewig aufhalten. Keine Ahnung warum, es läuft einfach. Und dann legen wir hier mal los an der Stelle. Und dann will ich jetzt auch nochmal hier ein Thema ansprengen, weil ich habe das einmal jetzt in einem Ultimate-Team-Video gesagt, was ich eben aufgezeichnet habe. Aber ich will das hier auch sagen, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle... die das hier gucken, auch Ultimate Team gucken. Und zwar geht es darum, dass ich euch einfach nur noch mal darauf hinweisen möchte, wie ihr mich unterstützen könnt, wie könnt ihr mich supporten. Ich mache das hier als Nebenjob, mache ich diese Videos hier bei YouTube. Ich habe einen Job, hauptsächlich einen Job, 400 Euro und so, ne? Ich bin Student. Ich muss mir also mein Studium finanzieren damit. Meine Miete zahlt sich nicht von alleine. Und ja, also wenn ihr Adblocker anhabt, könnt ihr mich einfach unterstützen, indem ihr den Adblocker mal ausmacht. Ist nur eine Bitte, müsst ihr nicht immer machen, aber ihr könnt es ja mal machen. Das wäre ziemlich cool, ziemlich nett von euch. Dann kommt ja immer diese kurze Werbung vorher. Wenn ihr die kurz ertragt, könnt ihr ja nach ein paar Sekunden wegdrücken. Und ja, dann habt ihr schon, dann wisst ihr schon, wenn ihr Werbung gesehen habt bei dem Video, dass ihr mich unterstützt habt. Und dann kann ich meine Miete zahlen und alles wird gut, alles wird knorke und toll. Ja, das ist nur so das, was ich euch vorschlagen wollte und ist natürlich euch überlassen. Außerdem könnt ihr auch gerne über meinen Amazon-Link bestellen, ist eigentlich in jedem Video, in der Videobeschreibung ist ein Link für Amazon drin. Da könnt ihr irgendwas drüber bestellen, das muss noch nicht mal das sein, was ihr da anklickt direkt. Aber wenn ihr da drüber schon reingeht dann und irgendwas bestellt, dann habe ich auf jeden Fall auch was davon. Fragt jetzt nicht bitte nach im Kommentarbereich, wie viel habe ich jetzt von allem und wie viel kriege ich pro Klick und sowas. Diese Zahlen darf ich nicht rausgeben. Aber ich habe Abseits und es ist, man wird nicht reich damit. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, ich muss wie gesagt noch einen anderen Job machen. Auch wenn ich hier 18.000 Abonnenten habe,
was ja so oder so der absolute Hammer ist. Beruflich, für mich reicht das nicht, dass ich hier sage, komm, ich mache jetzt nichts anderes mehr außer Videos. Ja, also ich mache das ja immer noch aus Spaß. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich auch sofort sagen, nö, mach ich nicht mal weiter. Und ich mache auch nur Videos, wenn ich gerade Bock habe, Videos zu machen. Wenn ich jetzt einen Tag keinen Bock habe, dann mache ich halt einen Tag keine Videos. Aber wenn ich einen Tag Bock habe, dann mache ich zurzeit halt mal 10 Videos. Oder, nee, nicht 10. 10 ist übertrieben, aber so 3, 4 Videos. So, jetzt muss doch mal hier Konzentration aufs Spiel sein, weil ich weiß nicht, die sind bestimmt nicht Erster in der Liga. Und ich will weiter nach oben kommen und ich brauche diese 3 Punkte hier jetzt. Ihr habt es am Anfang gesehen. Ah, ich muss mich auf Weltklasse noch ein bisschen einspielen, so. Ich spiele selber noch nicht Weltklasse. So, Arteta. Ja, schön. Ja, Arsenal muss ja ran gegen Bayern in der Champions League im Achtelfinale. Das wird eine sehr interessante Sache. Aber ich bin halt zur Zeit so am Überlegen. Und wenn ich so dran denke, denke ich so, das wird Bayern machen. Die werden das schon machen, denke ich mal. Aber man sollte Arsenal da überhaupt nicht unterschätzen. Die sind auf jeden Fall für was gut. Genauso wie der Gegner hier jetzt. So, wann kommt der Pass nach vorne? Jetzt auf Faria. Und der holt vielleicht eine Ecke raus. Ach, gar nichts holt er raus. Scheiße, der Typi ist vorne ineffektiver als Giroud. Ich hatte so gehofft, dass es der Mann wird. Aber ich meine, das ist mein Nachwuchstalent. Ich meine, der wird halt von Werten extrem krass noch werden. Aber dafür muss ich ihn halt auch mal einsetzen. Und ich will es tun. Das habe ich mir als Ziel gesetzt. Wo gehe ich hin? Denn es macht keinen Sinn. Ja, wollte ich noch irgendwas zu der Support-Sache sagen? Eigentlich nicht. Ich habe, denke ich, mal alles gesagt. Also jetzt seid ihr quasi am Zug. Wäre sehr cool. Die meisten haben ja, glaube ich, Adblocker nicht drin, aber... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt sagen darf oder sowas, aber ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Es ist ja nur ein Hinweis und eine Bitte und keine Voraussetzung für euch. So. War das abseits? Oh, jetzt. Komm. Schießen nach Schitte. Schitte, Schitte. Ich habe keine Schnitte. Ich sehe auch keine Schnitte. Ha. 33. Minute und ich verliere den Ball mal wieder. Vielleicht muss ich Faria rausbringen. Also, ich habe das Gefühl, irgendwer anders hätten reingemacht. Und lass es Chirvinho sein. Oh, wie sie mich halt auskegeln hier. Ja, komm. Jetzt Chamberlain, komm. Warum bist du nicht fähig? Pressing. So, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los, Chamberlain. Zieh, mein Junge, zieh. Ah, Freistoß nur. Also, Eckstoß. Ach, fuck. Wilshere kann schon nicht mehr vor lauter keuchen. Oh, und jetzt kriege ich einen Konter reingefahren. Eingetütet. Kommst du nicht ran? Oh Mann! Er macht nicht. Das ist schon wieder so ein Spiel, ich hätte schon wieder führen können. Oh, Wilshere hier. Völlig außer Puste. Und dann so ein Pass, ne? Da denkst du dir so, was willst du eigentlich in der Premier League? Ja. Ja, ein unrühmliches 0:0. Niemand hat sich hier mit irgendwelchen Ruhm bekleckert. Und das ist ja, ich habe die ganze Zeit nichts zu gesagt, aber es ist Wigan Athletic. Sie sind es. Halt mal, ich mache jetzt erstmal Anstoß hier, so zack. Oder ich lasse ihn machen, so. Und jetzt. Krass, Wilshere ist aber eigentlich noch fit. Ah, Charvin kommt rein. Es passiert einfach.
die russische Rakete. Ach, schade, eine Rakete passt jetzt nicht, aber die Dampfwalze oder sowas, keine Ahnung. Das russische Uhrwerk. Oder Chamberlain muss erst heute machen. Ach Mann, ich musste schießen. Der Typ war so nah dran, da ging nichts anderes. Irgendwas musste ich machen. Ja, und dann kommt die Auswechslung. Ich spiele mal nebenher an meiner Xbox hier rum. Die werde ich nämlich jetzt ausmachen. Ich habe nämlich gerade die Demo von Walking Dead runtergeladen. Das Spiel soll der absolute Hammer sein, habe ich gehört. Werde ich demnächst mal ausprobieren, wenn ich irgendwann Zeit habe. Was ja eigentlich nie der Fall ist, aber ich habe sie runtergeladen. So, ich will ja nicht nur FIFA spielen, ich spiele ja auch mal was anderes. Far Cry macht auch so unglaublichen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch mal alle bei meinen Far Cry Let's Play reingeschaut. Sehr lohnenswert. Und das war eine lohnenswerte Ecke. Wilshere. Komm, mach doch mal einen Kopfball rein nach so einer Ecke hier. Wer auch immer das war, ist mir egal. Hauptsache, macht einer. Scheiße. Oh, jetzt machen sie mich mit Doppelpässen hier durch. Nass machen sie mich damit. Und die spielen ja nicht gut. Die spielen überhaupt nicht gut. Alter! Hier! Rote Karte muss das geben. Letzter Mann. Es gibt nur Freistoß. Es gibt einfach nur Freistoß. Bam! Oh Mann, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie viel Pech habe ich denn hier gerade? Aschavi. Oh, das gibt es nicht. Der profitiert ja nur von Luck. Und so wird gleich auch das Tor fallen. Nee. Weg. Oh, das gibt es doch nicht. Ich sag sehr oft, das gibt es nicht, weil alles, was ihr hier seht, gibt es auch nicht. Das passiert normalerweise in FIFA niemandem. Nur mir, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ey, es gibt auch schnelle Einwechslungen. Schön, ich gehe jetzt offensiver. Ist mir egal. Und dann mache ich nochmal einen riskanten Pass. Ist mir egal. So, Walcott. Gervinho könnte ich vielleicht auch noch bringen. Ich renne jetzt in die Mitte. Ist mir Latte. Ich muss jetzt irgendwie da... Ach, warum denn der Spieler? Oh... Ich schieße einfach mal aus dem Winkel und er hat noch nicht mal... Ich krieg noch nicht mal eine Ecke. Wow, wie er da halt reinfuchtelt in meinen Schuss. Jetzt mach doch mal den Ball rein. Ich krieg diesen gottverdammten Ball nicht ins Tor. Auswechseln. Ey, wie viel Schüsse ich da vorne jetzt. Meine Güte, Wilshere. So, jetzt kommt wieder... Habe ich ihn gar nicht mitgenommen. Cazorla kommt rein und hier Gervinho für Chamberlain. Und jetzt muss da vorne, ich muss jetzt auch vor allen Dingen hier diesen Konter erstmal abwehren. Ja, und das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht gar nicht, was mache ich denn hier für Sachen? Es ruckelt auch leicht, es läuft gerade nicht flüssig, das Spiel. So... Es muss jetzt nach vorne gehen. Da oben läuft Chamberlain. Schön, wie er sich jetzt freiläuft. Und jetzt da vorne in der Mitte. Da ist das Ding. Arteta. Endlich ist er drin. Döp, döp, döp. Schön. Schönes Ding. Verdient auch. Vor allen Dingen verdient. Auf Weltklasse. Arsenal ist ein Spätstarter mit mir. Spätzünder. Ich schaff's noch. Ich schaff das Ding noch. Ich will international spielen nächste Saison, das ist ganz klar. Also wieder international spielen. Ich würde auch gerne Champions League spielen, aber das ist sehr, ja, in sehr, sehr weiter Ferne. Hm. Oh, warum auf den? So. Ah, ist er noch heiß. Der Scheiß ist heiß. Ich verwusel mich hier in so vielen Schwulitäten. Das ist nicht mehr feierlich. Oh Gott. Ne,
Boah, den musst du haben jetzt aber hier. Habe ich eigentlich schon ausgewechselt? Ich habe schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Ja, Schavin, ja, der ist schon drin. Ja klar, aber ist Gervinho drin? Das ist die Frage. Nein! Weg damit! Das gibt es doch nicht! Wo wir bei dem Spruch ankommen. Den hat er! Den hat er zu haben! Oh! Ey, meine Güte! Immer mal was trinken nebenher, sonst platzt mein Gehirn noch. Weil so eine Scheiße passiert hier! Gervinho! MacArthur! Ich hätte gern einen MacArthur zum Mitnehmen. Mit der Cola und Pommes. Danke. So, wechsle ich auch nochmal aus. Es gibt immer einen, den man rauswechseln kann. Ja, 87. ist jetzt auch egal. Da ist der Scheiß jetzt auch egal. Guck mal, kein Arsch ist frei. Ich werde mich jetzt mit solchen doofen Einwürfen nach vorne spielen. Ich muss diese Führung über die Zeit bringen. Oh. Es ist wieder nun mal ein klägliches 1:0. Aber es ist ein Erfolg für mich, weil auf... Oh, nee! Weil auf Weltklasse! Nein! Ey, das geht doch mal gar nicht! Ich wollte schon wieder sagen, es gibt's nicht, aber das geht nicht. Oh, hier, Schiedsrichter auch noch im Weg. 1:0, was für ein dreckiger Sieg. Ein ganz schmutziger Sieg. Aber ein verdienter Sieg. Gut, 1:0, das ist minimalistisch, was ich hier mache. Aber ich kämpfe mich so wieder nach vorne. Nur noch 10 Punkte hinter Chelsea. Und eigentlich punktgleich mit den anderen internationalen Plätzen. Und jetzt kommen quasi noch 2 Spiele. Und dann geht die Transferphase auf. Und ihr braucht in diesem Video noch nichts zur Transferphase schreiben. Das werde ich euch dann im nächsten Part oder so eintrichtern, was ihr da sagen könnt und wie, was überhaupt los ist. So, und wie ihr das machen könnt. Also, da in der Hinsicht mit euren Kommentaren, bleibt da noch, ihr schart schon hinter der Startlinie, ich weiß. Aber, war im Profi eingestellt? Muss ich jedes Mal neu einstellen? Was ist hier los? Ja, aber wartet da noch ein Video mit, dann, ne? So, Gervinho hat mir irgendwie gut gefallen. Ich mach Chamberlain raus, der ist auch leicht im Arsch. Komm, wir lassen Giroud drinne heute mal. Gegen diese unglaubliche Mannschaft hier. Wilshere bleibt zu Hause. Frimpong! Eisfeld. Ja, den würde ich einwechseln, wenn wir mal führen halt. Aber wir führen ja nie. Wir führen ja nie. Kaka, oh, aha. Warte, mache ich das so? Rosicki mal hier hinten rein. Komm, ich mache mal Rosicki da hinten. Der gehört eigentlich ins ZOM. Ah, Teta ist halt nicht mehr fit. Hier, wie war der von Werten hier? Linker Verteidiger, rechter Verteidiger. Die sind doch alle nicht fit. Gips, kommt mal raus. Walcott. Ne, wir machen das so. Walcott bleibt zu Hause. Dann machen wir hier mal Arshavin hin, falls er fit ist. Ah, ich habe doch noch Ramsey. Ramsey. ZOM. Machen wir hier für Diaby rein. Ist halt ZDM und keine Ahnung. Macht wieder alles keinen Sinn. 5 Minuten. Was ist das für eine Aufstellung? 4-1-4-1. Aha, okay. Sehr nice. Okay, okay, okay. Ganz knapp übers Tor drüber geschossen. So, Anstoß für mich. Und jetzt geht's um die Wurst. Es geht jetzt um die Wurst. Ramsey. Auf Weltklasse, was ist da für mich möglich? Nichts. Erstmal nichts.
Aber wie er überlegte, wie er überlegt, was er macht. Nein, das glaube ich nicht. Ach Mann, das war so schön. Rausgespielt, er läuft sich da vorne frei. Ich sehe das. Ich spiele ihn an und es ist für den Arsch. Na gut. Herausforderung angenommen. Danke. Nicht zu schnell nach vorne gehen. Wir wollen ja hier noch ein bisschen ein paar Spieler dabei haben. Oh, sehr schön. Oh, warum hat er den Ball nicht mehr behalten? Oh. Den muss ich jetzt haben. Schön. Jetzt da vorne Casola. Und jetzt die Flanke. Giroud! Schade. Das sah doch schon mal sehr schön aus im Ansatz. Und warum denn auf den? Sehr gut. Sehr gut! Oh, wie habt ihr das gesehen, wie der diesen Ball weggeschlagen hat? Unglaublich. Unglaublich, wie er den halt da rausge... Das war wirklich gecatcht. Das war so... Unglaublich einfach. Als wenn der Ball halt arschlangsam kam. Und ich fand, der war ziemlich hart geschossen. Er kriegt den auch noch vor der Linie. Er ist unglaublich. Unglaublich, was hier abgeht. Es muss doch schon 2-0 stehen nach den Chancen, die ich da hatte. Boah. Hey, ey, ey, sah aus wie Zlatan Ibrahimovic. Der hat auch so eine Mähne auf dem Kopf. Woo! Woo, ich geh durch, ich schieße von hinten mal drauf. Mist. Oh, 22 Minuten. Ich muss schon wieder führen hier nach dem Spielverlauf. Press ihn an. Oder hohen Druck. Man weiß es nicht. Ah, das kann doch nicht, das kann doch nicht, das kann er doch nicht machen. Aber er macht es. Ach, aus. Hey, 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 hey. Ich möchte bitte diese Torhymne hören. Wieder mal. Meine. Die ist so schön. Vor allen Dingen weiß ich dann, ich führe oder so meistens. Er bringt es und... Nee. Vielleicht mache ich mal auf Konter einfach. Keine Ahnung warum, ich mache mal auf Konter. Und dann doch mal wieder ein bisschen Defensive. Oh, 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 oh. Schön. Wie geht denn das ab da hinten? Ansonsten seid ihr noch ganz grün oder was? So. Eindeutig den Ball gespielt. Eindeutig den Ball da weggeschossen. Naja. Naja. Es wird, wenn dann, wieder nur ein 1-0, falls ich hier gewinnen sollte, ne? Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Oh, da war es schon wieder. Er macht ja keinen Fehler, er macht keinen Fehler, er macht keinen Fehler, er macht keinen Fehler, er macht keinen Fehler. Nicht mal diesen Pass macht einen Fehler. Oh. Es ist so kräppelig, wie sich das spielt. Ich muss euch echt mal ein Spiel von der Xbox aufnehmen, wenn ich da gegen die KI spiele. Das ist einfach ein ganz anderes Ding.
Ja, jetzt lauf. Oh. Oh. Vielleicht hätte ich doch einfach rechts vorbeiziehen sollen. Am Torwart. Ach, ich krieg den Kopf weiter. Oder war es nochmal Ecke? 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 Nee, war keine Ecke. So, hoher Druck jetzt mal. Ich probiere alle Taktiken mal aus. Ob sich da was verändert, weiß ich nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Hoher Druck kann auch bedeuten, dass der Gegner jetzt hier das Tor macht. In meinem Falle gerne mal. Ja. Wow. Jetzt pfeift er ab bei meinem wunderbaren Konter. Ah, Schawin. Da geht vielleicht noch was. Ja. Pitbull. 45. Ich mach mal gerade mein Fenster zu. Ich nehme weiter auf. Ich habe ja gesagt, ich nehme das ganze Video auf hier, ja, also da wird keine Pause gemacht. Und wenn ich jetzt kacken müsste, würde ich kacken gehen. Aber ich nutze dieses Tor einfach mal aus. Bin ja schon wieder da. Fenster musste zu, bei mir im Zimmer wird es gerade irgendwie arschkalt. Auch wenn wir keinen kalten Winter haben, wenn man das Fenster mal kurz aufmacht, dann zieht es dann doch irgendwann. So, er hätte ja auch abpfeifen können direkt hier zum Halbzeitpfiff, aber er wartet lieber, dass hier nochmal so eine Aktion passiert wie diese. Gut, erstmal 1:0, Pause. Ja, Cazorla hat's getan. Oh Mann, der hat aber mehr Chancen gehabt als ich, also. Wir können hier mal wieder froh sein, dass ich führe. Und wir könnten froh sein, wenn ich gewinnen sollte, am Ende noch. Dass die anderen verloren haben oder so, dass es alles nicht so schön ausgegangen ist. Und ich vielleicht wieder auf den oberen Plätzen in der Tabelle bin. Das wäre schon ziemlich geil. Aber erstmal muss ich dieses Spiel hier durchstehen. Oh. Muss er machen. Macht er auch rein. Giroud. Bam. Schön. 2:0 Giroud. Dann kann jetzt Faria kommen. Dann können jetzt alle anderen kommen. Ich spiele mal noch ein Minütchen weiter. 2:0 auf Weltklasse gegen eine mittelmäßig gute Mannschaft, glaube ich. Keine Ahnung. Na, immerhin zweimal hier hintereinander zwei Spiele gewinnen auf Weltklasse ist für mich nicht selbstverständlich. Für andere schon. Aber wie gesagt, ich habe bei Ultimate Team, da spiele ich auf Legende und Ultimativ und gewinne. Aber hier ist das alles was ganz anderes. Ja, oh nee. Das wäre zu schön gewesen. Abseits. Gut, dann werden wir jetzt mal hier eine Auswechslung tätigen. Oh, hier mal hier den Juru. Ach, der ist ja eigentlich schon. Eisfeld. Komm, wir bringen Eisfeld für Cazorla. Ach, Schawin geht raus. Und da kommt Chamberlain rein. Ah, ja, dann habe ich ja gar keinen mehr. Faria kommt rein. Wir machen das jetzt mal so. Weil der nicht so fit ist, mache ich Giroud dahin. Es ist alles für den Arsch. Aber ich mache es einfach. Ihr versteht, was ich meine. Warum? Der ist fit und ich will den haben. Und der andere ist viel zu unfit. Und dann mache ich halt dafür den anderen dahin, ne? So. Naja. Okay. Ich muss mich jetzt auch mal gerade ein bisschen beruhigen. Ich bin gerade ein bisschen aufgedreht so. 2:0 auf Weltklasse. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich komme einfach gar nicht drauf klar. Und dann muss ich mal sagen, so hat mir jetzt ein Abonnent geschrieben. Oh, genau in die Hände. Mir hat ein Abonnent geschrieben, dass er mich deabonniert. Das ist mir jetzt so im Kopf geblieben, der Junge. Weil ich irgendwie nur noch verliere hier. Und ja, auf Profispiele, ich war früher besser, aber irgendwie. Ich bin zwar so geblieben, wie ich bin, aber ich verliere nur noch. Und deswegen hat er mich deabonniert.
Ja, schade, dass er das gemacht hat. Dann konnte er das letzte Video nicht sehen, wahrscheinlich. Da habe ich gewonnen. Dieses Video gewinne ich höchstwahrscheinlich zweimal. Und ja, verstehe es da nicht so ganz, warum er ja, mir das dann sagt, so, warum das so alles gekommen ist. Ich verstehe es nicht. Aber, naja, man steckt da nicht drin. Ich weiß es nicht, warum, was ihn da alles noch so zu bewegt hat. Aber kann ich nichts gegen machen, muss ich mit leben und ja, so ist das dann nun mal. Hat mich aber schon so ein bisschen nachdenklich gemacht, so warum jetzt und keine Ahnung, macht es trotzdem keinen Spaß, die Videos dann zu gucken? Ich verstehe es nicht so ganz, also jetzt auch nach längerem Überlegen, nee, keine Ahnung. Aber egal, ich bin jetzt dabei, ich bleibe dabei, ich gebe nicht auf und der Erfolg kommt dann mit der Zeit und er kommt. Auch wenn ich mal so einen dämlichen Pass mache wie diesen hier. Ich erlebe so viel hier bei YouTube mit Nachrichten, was Leute mir schreiben und was da so los ist. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal gerne im Kommentarbereich schreiben. Ich kann euch doch da noch viel mehr Stories von erzählen, was ich hier so erlebt habe. Was mir Leute so schreiben und was da so manchmal los ist. Würde mich mal interessieren, weil dann laber ich auch mal mehr dazu. Erzähl das mal so nebenbei, wie jetzt gerade. Oder ich mach's einfach so. Das mache ich ja auch oft, das mal. In dem Sinne, haut gerne jetzt auch schon, während ihr das Video guckt, einen Kommentar raus. Ich habe aber auch gehört, viele gucken meine Videos, beziehungsweise die hören einfach nur die Videos und spielen dabei selber nebenbei FIFA. Finde ich auch voll cool. verstehe ich nicht ganz, aber ich finde es cool. Naja, und dann passt das ja vielleicht manchmal mit den Emotionen zum eigenen Spiel. Oh, was hier los? Was hier los? Ja, jetzt hat der Basti wieder sehr viel geredet. 2:0 steht es weiterhin, deswegen nur wahrscheinlich. Öp, wo ist der Ball? Da ist der Ball. Wow, ja, aber knappe Sache. Den muss ich haben. Santos. Und der holt hier den Abschlag raus. Schön. Weiter geht's. Ja, badabadu. Oh, ich krieg aber auch den Ball vorne nicht mehr. Vielleicht, weil ich da die Taktik umgestellt habe. Habe ich da irgendwas umgestellt? Deswegen müssen wir jetzt auskommen hier mit dem letzten Angriff für den Gegner nur noch. Vielleicht stelle ich nochmal auf Konter um. Ich habe auch einfach alle guten Spieler ausgewechselt, muss man ja auch dazu sagen. Das wird auch einer der Gründe gewesen sein. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Chesney hat jetzt hier mal alle Hände voll zu tun, im wahrsten Sinne. Und jetzt vielleicht nochmal Chervinho. Wird da mal richtig schön angehalten. Warum? Warum gehst du nicht nach vorne zum Tor? Warum nicht? Ich will den Ball gerade wieder ins Tor tragen, ich weiß, aber ich will endlich mal Faria zum Torerfolg bringen, ne? Ich krieg's nur nicht hin. Oh, kann der den Ball nicht annehmen? Das ist so ärgerlich. Tor. Ja, Pfeife ab, komm. Was? Hä? Hab ich den gemacht? Hab ich nicht gesehen. Komm, nochmal Ecke. Keine Ahnung warum, aber nochmal Ecke. Mach einfach nochmal Ecke. Komm. Nimm ihn. Mach ihn nochmal in die Ecke. Ja, dann sind jetzt schon zwei Spiele wieder vorbei. Ah, ich könnte hier aufs Tor. Nee, doch nicht. Torwart war mit vorne. Ja, das ging aber schnell vorbei, fand ich jetzt gerade, diese zwei Spiele. Weil ich mal wieder sehr viel gelabert habe. Zwei gewonnen. Schön. Faria hat vorne eine 5,8 Bewertung bekommen oder sowas. Richtig schlecht. Ich bin auf Platz 6. Wir gucken uns das hier nochmal ganz genau an. Und da sehen wir schon, das nächste Spiel ist das letzte in diesem Jahr. So, 35 Punkte mit Everton und Liverpool. Liverpool ist auf Platz 4. Das heißt, ich bin noch in Champions League Schlagweite. Und davor ist ja dann noch Manchester United. Die sind alle in Schlagweite. Vor allen Dingen habe ich aufgeholt oder hatten die vorhin weniger? Haben die verloren alle oder was?
Ja, unentschieden hat Chelsea gespielt. Oder was? Oder wer Erster war? Keine Ahnung, ist auch egal. Ich bin näher dran gekommen. Und gegen Newcastle, einen engen Mitverfolger in der Liga, müsste ich jetzt mal gewinnen, damit ich von denen davonziehen kann. Das wäre schon ziemlich geil. Und dann wird Everton oder Liverpool bestimmt nicht gewinnen. Und dann bin ich auf Platz 4 oder 3, 4 oder 5. Das wäre schön. Gerade hier gucken, hier so zack. Mal gerade. Ich gucke immer gerne nach Statistiken. Wer hat die meisten Tore? Was ist das für eine Sortierung? Ich bin auf Platz 6 mit den meisten Toren. Hä? Was, das ist überhaupt nicht sortiert. Das ist überhaupt nicht sortiert. Hä? Habe ich gerade irgendeinen Denkfehler oder was? Wenn ich jetzt nach Toren sortiere, dann muss doch jetzt meine hier... Gegentore. Irgendwie klappt das hier nicht. X ist sortieren. Das klappt mal gar nicht, das Sortieren. Hier ist doch gerade ein Bug drinne. Wenn ich nach Punkten sortiere, klappt es in diese Richtung. Okay. So, jetzt nochmal nach Toren. Ja, dann bin ich auf Platz 6. Doch, jetzt klappt. So, nach Gegentoren bin ich... Ah, Platz 6, was sage ich denn? Aber ich bin in der unteren Hälfte dabei. Habe ich gerade irgendwie mich verguckt oder sowas? Das war gerade völlig... Ich habe meine Kontaktlinsen nicht drin. Das ist meine Ausrede. So, 24 Tore reingelassen. Scheiße. Na gut, die letzten Spiele, die letzten beiden habe ich kein Tor reingelassen. Das, darauf kann man aufbauen. Ja, und dann schaut gerne rein ins nächste Spiel gegen Newcastle United. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Bis dann erstmal. Und dann geht's auch los, wie gesagt, mit den Transfergeschichten-Gedöns. Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.